Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, euren Lieblingspodcast aus der schönen Alpenrepublik, der schönsten, die es zwischen Leitergebirge und dem Xiberg gibt, also Österreich. Ihr habt es schon gehört, das Leitergebirge wurde wieder lobend erwähnt. Das muss man von Zeit zu Zeit tun, um es auch entsprechend zu würdigen, seiner Größe und seines Umfangs und seiner Schwierigkeit nach. Das ist seine Schönheit, seiner Vollkommenheit und seiner Einzigartigkeit. Und es ist das einzige große Gebirge Österreichs, das du im völligen Alleingang bewältigen kannst und musst, weil es in dieser Gegend keine Bergrettung gibt. Das ist quasi der Barclay Österreichs, wenn du dort unterwegs bist. Ja, weil die Ehrfurcht davor so groß ist, dass Bergrettung dort zu haben Beleidigung wäre. Richtig. Und ist in ihrer Großartigkeit sollte es einfach alleingelassen werden. Und dass es noch kein UNESCO-Welterbe ist, ist genauso eine Frechheit. Das ist richtig, richtig. Das müssen wir beantragen nochmal. Das heißt, es zu betreten bedarf großer Demut. Und deswegen sollte das sowieso nur Auserwählten möglich sein. Richtig, also ja. Und wie ihr gehört habt, sind wir zu zweit heute. Große Begeisterung, der Flo ist da. Große Begeisterung. Theoretisch könnte man auch immer zu mehr sein, weil es könnte sich der dritte oder vierte noch nicht gemeldet haben. Richtig, richtig. Ja, also bleibt dran. Die Überraschung kommt. Das heißt nicht, dass wir nicht mit mehreren Persönlichkeiten vorhanden sind. Das sind wir immer. Das ist jetzt keine große Überraschung. Wenn ihr diese Persönlichkeiten auch betrachten möchtet, dann folgt uns doch auch auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr uns tanzen sehen wollt, dann kommt auf TikTok. Und wenn ihr uns tanzen lassen wollt, dann spendet uns was auf Patreon und Steady. Das heißt, ihr könnt uns quasi wie Puppets on a String quasi vor euch her treiben und tanzen lassen. Das ist alles nur eine Frage des Geldes. Und? Wann haben wir das letzte Mal ein Tanzvideo auf TikTok veröffentlicht? Puh. Das liegt daran, dass niemand quasi uns einfach Geld in den, wie nennt man denn das? Rachen wirft? Ja, ich meinte jetzt aber nicht den Rachen, sondern den Hosenbund steckt, das wollte ich sagen. Wenn wir in der nächsten Woche 150 neue Follower, nennt man das auf TikTok Follower? Weiß ich nicht. Kriegt, sagen wir 200, dann tanzen wir beide. Dann könnt ihr uns tanzen sehen. Ja, wohl wahr. Wobei, wenn beim nächsten Lauf uns irgendwer einfach unmotiviert einen Zehner in die Hosen steckt, dann tanzen wir auch. Jeder, der uns auf einem Lauf sieht und einen Zehner in die Hand steckt, für den tanzen wir auch. Wir bleiben unserem Motto treu, wir tun für Geld einfach alles. Richtig. Und mein zweiter Punkt, apropos Geld, Die Lobigung des Leitergebirges ist ja wie immer nicht gratis. Robert, wir warten auf dich. Hier habe ich ein Update für dich, Flo. Oh. Vielleicht hat mir der Robert unser Wohlwollen gekauft. Who knows? Du musst mir dann vielleicht offline sagen, wie viel er unser Wohlwollen gekauft hat, weil je nachdem muss ich vielleicht beim Schnitt dann noch was machen, ob ich die paar Lobungen rausschneide oder noch einmal wieder reinschneide. Das nächste Mal. Nein, bei dem schon mal, das ist ja dabei nur auf Band, das ist ja noch nicht live. Fürs nächste Mal aufheben dann quasi. Wenn er wieder, also er muss sich das immer wieder kaufen. Natürlich, aber es wird natürlich nicht billiger. Ich meine, unsere Hörerzahl steigen ins Unermessliche. Die Weltherrschaft ist nahe. Wir sind immer so billig, wie wir mal waren. Das ist richtig, richtig. Nur unsere Witze sind noch so billig. Die werden nie teuer werden. Richtig. Aber wir haben heute eine knallvolle Folge mit News und so. Also es sind ja Dinge passiert. Es ist ja schon recht spät im Jahr und die Laufwelt ist aufgewacht. Also es sind diverseste Halbmarathons, Marathon, Meisterschaften und Zeug sind gewesen. Also die österreichische Staatsmeisterschaft im Halbmarathon war, die deutsche Meisterschaft im Halbmarathon war und die ersten
die ersten Marathons sind unterwegs, jetzt der Berlin-Hype ist jetzt auch, bald ist Wien und Linz und also das ist ja, auf der Straße geht es ja richtig los, aber auch im Kreislaufen ist momentan schon tippitoppi, nämlich die Camille Herron ist im Kreis gelaufen, 2 Tage lang. Man möchte meinen, vielleicht ein bisschen verrückt. Ja, also Freak Alert ist definitiv auszurufen. Und wenn man 2 Tage lang im Kreis läuft, dann macht man das natürlich nur, wenn man 435,336 Kilometer gelaufen ist, was einem neuen Weltrekord entspricht. Richtig, also sie hat den Weltrekord, den alten, schon nach 45 Stunden oder 44 Stunden geschnappt gehabt und ist dann noch die letzten 4 Stunden ausgelaufen, weil, weißt du, noch eine Anstrengung, muss man ein bisschen an Recovery ran einstellen. Ja, so ein Shakedown, wie sagt man da? Cooldown. Und als Ultraläufer macht man natürlich nicht dann ein paar Kilometer Cooldown, sondern man läuft einfach gleich 23 Kilometer mehr als der alte Weltrekord. So als ja, Cooldown. Aber es ist also unpackbar. Die hat nämlich, also die Zeiten sind nur marginal langsamer geworden über Zeit und sie hat auf dieser 400 Meter Bahn, was war, 1088 Runden, glaube ich, waren es, gemacht. Also un-fucking believable. Nur um sich das ein bisschen vorzustellen, also die 100-Meilen-Marke hat sie nach 14 Stunden 41 erreicht. Mhm. Das ist 24 Stunden ist sie 238 Kilometer gelaufen. Und die 200-Meilen-Marke, was 322 Kilometer entspricht, hat sie nach 33 Stunden und 35 Minuten erreicht. Also das ist freaking unbelievable. Und wie du gesagt hast, der alte Weltrekord war bei 411 Kilometer, 458, und den hat sie nach 45 Stunden und 8 Minuten erreicht. Ja, also unglaublich. Was ich jetzt aber schon sagen muss, jetzt hast du noch 3 Stunden Zeit. Mhm. Weil du hast ja Weltrekord und so. Und dann schaffst du nur 23 Kilometer. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet von einer Weltrekordhalterin. Ich glaube, sie hat ein bisschen außergenommen fürs nächste Mal. Damit es noch Luft nach oben hat. Damit nichts sein kann. Ja? Aber ich traue ja tatsächlich zu, dass die 450 irgendwann einmal macht. Weil, why not? Ja. Und wenn jemand, dann ihr. Weil, wahrscheinlich. Also du musst schon ein sehr besonderes Mindset haben, dass du in dem Tempo 48 Stunden im Kreis gurkst. Ich habe es an dieser Stelle schon öfters gesagt. So Stundenrennen sind super und diese Monotonie hat was. Ob man das jetzt 2 Tage lang durchhält, ist die andere Frage. Ja. Vor allem in der zweiten Nacht, ich stelle mir das einfach ermüdungstechnisch schwierig vor, weil das unabhängig jetzt davon, ob das im Kreis ist oder nicht im Kreis ist. Aber diese Einfachheit, dieser Monotonie, das hat was. Das hat was, das blendet dich irgendwie aus, das macht dich irgendwie so ein bisschen, das lässt deine Gedanken weg, du hast nicht viel, auf das dich konzentrieren musst. Das hat was. Ob man das jetzt wirklich, ja. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Vielleicht muss ich das irgendwann mal machen. Du musst das einfach mal ausprobieren, weil du hast noch nie so ein wirklich ein Stundenrennen gemacht, oder? Nein. Wo ich es nicht machen kann, ist in Langenzersdorf. Da ist nämlich abgesagt. Ich wollte gerade sagen, Langenzersdorf wäre eigentlich prädestiniert, wenn sie es nicht abgesagt hätten. Ja, sie haben es leider abgesagt und sie wissen auch nicht, ob es das jemals wieder geben wird. Das wäre super schade. Warum wissen sie es nicht? Nein, sie haben es abgesagt wegen der geringen Anmeldezahl. Also weil die Anmeldezahl da waren 2 Jahre lang komplett Pause, ja, aber es war, ist sehr stark eingebrochen. Der Ultralaufkalender ist immer größer geworden, jetzt gibt es also andere Geschichten und die Staatsmeisterschaft ist jetzt da dieses Jahr auch nicht mehr lang in Zersdorf, die waren nämlich immer dort, also oder oft und es ist ja, das Ganze ist ja mehr oder weniger ohne Sponsoring aufgezogen worden. Das war ein Schulprojekt. Und das ist halt schade, weil die Strecken, ich meine, 900 Meter im Kreis, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich meine, das ist bei solchen Stundenrennen immer so. Aber eigentlich ist das Gelände ganz cool und das Rennen ist auch ganz cool gewesen. Also ist eigentlich sehr schade. Das heißt, vielleicht gibt es das ja 2024 wieder.
Ja, es ist ein Nischenrennen, aber ich finde, für ein Stundenrennen ist es eigentlich ein sehr attraktives, weil die Gegend jetzt, wenn es da Camille Herren anschaut, die das auf einer Highschool-Bahn macht, da sage ich einmal, da ist Langenzersdorf fürs Auge ein bisschen schöner. Ja, ja. Definitiv. Du hast dort eine super Infrastruktur, du hast einen super Parkplatz dort, du hast super viel Wiese, wo du dich dann ausbreiten kannst. Du hast da Öffi-Anbindung direkt von der Hauptstadt außer quasi, von Wien heraus, das ist echt easy. Du hast einen Wirten dort, also für die Leute, die begleiten und so weiter. Also Voll. Und was ich auch noch sagen wollte, und die Organisation war halt auch wirklich super. Also das hat wirklich eine Schulklasse gemacht, das war deren Leidenschaftsprojekt und die waren sehr. Also ich war ja einmal bei den 12 Stunden und die waren sehr enthusiastisch, die haben sich angefreut. Für die war das halt ein Ereignis. Genau. Was ich meine? Ja. Und das hat man gemerkt und deswegen ist es halt schade, wenn der Sport wächst und das besprechen machen, das ist gut, aber es ist dann schade, wenn solche Veranstaltungen durchs Raster fallen. Ja. Das ist sehr schade. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, dass man lokale Veranstaltungen mal besucht oder Mitlauf macht oder so, tun. Weil wir propagieren das ja immer wieder, weil einfach besser. Genau. Und schon auf die Umwelt. Und ganz ehrlich, die meisten von den lokalen Rennern, ich glaube, da bereichert sich auch niemand großartig dran, weil wenn man sich anschaut, was diese Crossläufe und 5- und 10-Kilometer-Läufe und so kosten, 10 Euro, 20 Euro, 25 Euro, das ist im Endeffekt, ich glaube, dass es im Großen und Ganzen ist es eine kleine Spende für die Einsatzorganisationen und die Zeitnehmung. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Ja, im Endeffekt ist es Geld. Kostendeckend, so halber irgendwie, so ein bisschen genau. Vielleicht. Oder sich zumindest an den Kosten zu beteiligen. Ja. Ja, also ich glaube, mit Werbung und Zeitnehmung haben sie im Endeffekt einen gewissen Fixkostenblock und den decken sie mit die Starter und fertig. Weil oftmals ist ja das Buffet noch schon wieder gesondert, wo der halbe Ort bockt. Und ich glaube sogar, dass die Zeitnummer wahrscheinlich das teuerste ist. Ich glaube auch, ja. Ja, das ist, also du wolltest, ja. Aber apropos Zeitnehmung, da gibt es ja so einen Lauf in Amerika, wenn wir heute von nicht lokalen Läufen sprechen. Ja. Bei dem es öfters ist, dass die Leute dass es keine Zeitnehmung gibt, dann macht es relativ billig. Ja. Aber dass die Leute auch sehr oft nicht ins Ziel kommen. Richtig, richtig. Das heißt, du willst gleich dieses Backerl aufmachen. Ich dachte mir, bevor wir zu uns gehen, schließen wir noch die Neuigkeiten ab und besprechen den großen Elefant im Raum. Ja, da hast du recht. Also der Elefant im Raum findet ja jedes Jahr im Februar, März statt. Also so je nachdem, ich glaube so Anfang März. Und ist immer in dem Frozen Head State Park. Frozenhead. Ja. Und da treffen sich zufällig zur gleichen Zeit ein paar Menschen an einem gelben Schranken. Und warten, bis der Veranstalter eine Zigarette raucht. Richtig. Und vorher in eine Muschel trötet. Also, es war wieder Zeit für die Barclay-Marathons. Und das war jetzt die, ich weiß jetzt gar nicht, welche Austragung das jetzt insgesamt die war. Die 7:43. Vielen Dank. Du hast die richtig gut vorbereitet. Ich bin ganz stolz auf dich. Und es war jetzt seit 2017 ist niemand mehr ins Ziel gekommen. 2017 hat der John Kelly nach, ich glaube, beim x-ten Versuch es ins Ziel geschafft damals, eine halbe Stunde vorm Cut-Off, bei der es bei 60 Stunden liegt. Und seitdem hat immer der Kurs gewonnen gegen die Herausforderer. Aber das erinnert mich, weil wir auch schon den Schneeberg hatten und mit dem Leitergebirge verglichen haben. Wenn wir den Schneeberglauf hernehmen, wo quasi Mensch gegen Maschine, ist es da quasi Mensch gegen Kurs. Das heißt, der Schneeberglauf ist quasi der Großvater des Barclays, weil den gibt es ja wahrscheinlich schon länger. Und vielleicht hat sich der Lazarus Lake was so davon abgeschaut, was sagt, Mensch gegen irgendwas, gegen was kann ich was anderes als Maschine? Ich mache gegen den Kurs laufen. Ihr habt hier zuerst gehört. Der war da wahrscheinlich am Schneeberg. Ja, wahrscheinlich. Und weißt du, warum er am Schneeberg war? Weil er eigentlich aufs Leitergebirge wollte und irgendwie bei Wien falsch abbogen ist. Ja, ich gehe davon aus, dass er einfach die Ziege
irgendwann am Schneeberg verzahrt hat, weil die Ziege als der Gandalf des österreichischen Sprachraums, der immer schon da war, hat einfach gesagt, komm Lazarus, komm, Schneeberg. Ja, da müssen wir, gut, das Thema Ziege ist sowieso ein schwieriges derzeit, es schmerzt mich, über ihn zu sprechen. Und auf das komme ich dann noch, also da, huiuiui, da gibt's Geschichten, heieiei, da muss ich dich erhellen mit Dingen, du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Aber die Ziege war nicht beim Buckley. Ja. Na. Aber andere Menschen waren dort, zum Beispiel der John Kelly war wieder dort und der Karel Sabé, letztes Jahr war er der letzte DNFer, der damals falsch abgehangen ist, in einem Ort aufgewacht ist oder sich hingelegt hat, beim Post Office, und die Menschen sich gedacht haben, der ist ein bisschen komisch, und die Polizei gerufen haben, die ihn dann zurückgebracht haben zum Staat. Er war leicht desorientiert. Und dieses Jahr ging es wieder los und es war ziemlich viel bekanntes Lauffleisch am Start. Die Jasmine Paris war ja auch dabei, die in Amerika, in UK ja relativ bekannt ist und da auch relativ, war die beim Spine Race nicht auch schon? Ja, dieses Jahr, also es waren wirklich viele Leute, es war die Jasmine Paris da, es war die ach Gott, wie heißt sie? Hicks, glaube ich, heißt sie. Die Megan Hicks? Ich schau nach. Es waren viele da und es haben auch relativ viele relativ lang durchgehalten. Richtig. Ich meine, es haben auch relativ viele dann verhältnismäßig gefinisht, aber wir haben ja vorher kurz besprochen, ich habe nicht so viel mitbekommen, aber ich habe kurz dann irgendwann mitbekommen, dass er gerade ist, und da war gerade Runde 4 und da habe ich dann ganz kurz nachgeschaut, aber da waren 5 oder 6 Leute noch auf Runde 4 oder sogar mehr noch. Kann das sein? Ja, ja, es sind Nikki Spinks heißt sie. Ja, die kennt man auch, die kennt man auch. Und es war lustig, weil am Anfang sind sie, glaube ich, sogar in gewissen Packs gelaufen. Also zu zweit, zu dritt. Zum Beispiel der Karel Sabé, der John Kelly und noch irgendjemand sind zusammengelaufen. Ich glaube bis zur dritten Runde, und die Jasmine Paris, die hat quasi als erste Frau jetzt die vierte Runde gemacht. Mhm. Dann ist der Harvey Lewis mitgelaufen, also es ist der Weltrekordhalter im Backyard. Der ist, glaube ich, 2 Runden hat der fertig gemacht. Entschuldige, wenn du überlegst, bei den Frauen muss man dazu sagen, dass bis jetzt die 3 Runden das meiste war, was eine Frau geschafft hat. Mhm. Und die Jasmine Paris hat 1 dann draufgelegt. Genau. Aber es waren wirklich relativ lange, relativ viele Menschen unterwegs. Und es war dieses Mal auch das Wetter nicht ganz so schlimm. Also es war zwar kalt und so weiter, aber es war jetzt nicht so dieses Regen und komplett brutale Wetter. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich 3 Leute ins Ziel gekommen sind. Und zwar ins Ziel, so 5 Runden. 5 Runden. Das war nämlich der John Kelly, der Karel Sabé. Und der komm. Aurelio Sanchez. Möglich. Aurelien Sanchez. Aurelien mit einem lustigen Hatschek über dem zweiten. Über dem ersten E. Über dem ersten E. Wie auch immer man ihn ausspricht. Der Sanche. Der Sanche-Pur. Genau. Nennen wir ihn auch einfach der Sanchez. auf alle Fälle. Der hat dann auch tatsächlich gewonnen. Vorm John Kelly, und der Karel Sabé ist Dritter geworden. Führt man da echt, wird aber offiziell dann keine Rangliste geführt, oder gibt es dann? Ich glaube, sie werden nur als Finisher gewertet, mit der Zeit, genau. Und der Karel zum Beispiel war 6 Minuten 30 vor dem Cut-Off. Die anderen 2 waren relativ gemütlich sind sie ins Ziel gekommen, weil es waren noch 58 Stunden 23 und 42. Also die haben tatsächlich noch relativ viel Spaß gehabt.
Ja, und es war ja, die früheren Finisher waren ja eigentlich verhältnismäßig, die waren ein paar Stunden davor. Es ist halt nur tendenziell immer näher, also um Finisher werden zu müssen, ist es tendenziell halt immer schwieriger geworden, ergo sind sie der 60 Stunden immer näher gekommen. Aber neben John Kelly gab es ja noch einen, der, mir fällt jetzt der Name nicht, der auch schon dreimal gefinisht hat. Jared Campbell. Und der John Kelly hat jetzt das zweite Mal gefinisht. Also du hast, okay. Hat er dich schon dreimal gefinisht? Nein, er ist oft angetreten, aber gefinisht hat er erst zweimal. Okay, also dann habe ich dachte mir, dass er mit Jared schon aufgeholt hat. Nein, ich glaube, der Jared Campbell ist der Einzige, der dreimal ins Ziel gekommen ist. Und ich meine mal, dass ich irgendwo das gehört habe, ohne dass ich jetzt nachschauen kann, dass seine Finisher-Zeiten quasi immer schlechter geworden sind, weil er sich natürlich jedes Mal was einfallen lässt, um es quasi schwieriger zu machen. Ja, nein, es war ganz knapp an die 60, dann sind die Leute schneller geworden quasi. Der aktuelle Rekord ist bei 52 Stunden, das war 2012. Das war das erste Mal, wie der Jerry Campbell ins Ziel gekommen ist. Und ab dann, offenbar nach dem ersten Mal, wo drei Leute ins Ziel gekommen sind, hat sich der Lazarus gedacht, huiuiui, das wird mir jetzt leicht, und hat es schwieriger gemacht. Und jetzt da sind die Zeiten, also ab dem Zeitpunkt ist niemand mehr schneller als 57,5 Stunden im Zug gewesen. Ja. Und diesmal hat er ja auch gesagt, der Lazarus, jetzt, dass dann drei Leute ins Zug kommen, er weiß nicht, ob sie jetzt da so viele Leute noch anmelden werden, weil offensichtlich ist Rennen zu leicht ist. Das glaube ich doch nicht, aber die große Frage wird sicher sein, was lässt er sich einfallen? Weil bis zu einem gewissen Grad er schon recht hat, das Rennen lebt halt schon davon, oder die Berühmtheit ist natürlich dieses, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und wenn es die Gefahr läuft, dass zumindest für die Spitzenathleten und für die das ja auch noch immer so ein Ding ist, die haben halt selten noch dieses kann ich es wirklich schaffen, nimmt es vielleicht an Attraktivität ab. Also nicht vielleicht gleich, aber so auf lange Sicht gesehen, wenn man drei Finisher, vier Finisher, fünf Finisher, und dann ist es immer so weit, dass wenn es ein Karl Sabi bist oder eine Jasmine Perez, das weißt, du kannst das zumindest finishen, das will er dann auch nicht, das verstehe ich schon. Also das ist sehr weit oben auf der Weirdness-Skala. Natürlich, aber das ist halt genauso, ja, wie Langenthorpe ein Nischenrennen ist er halt auch ein Nischenrennen, und sein unique selling point ist halt, dass es genau an der Grenze des Möglichen ist. Und wenn es das dann nimmer ist, dann ist halt nicht mehr das Rennen, was er sein will. Naja, und es gibt auch hinten auch zwei Geschichten, die wir verlinken. Das eine ist das Interview mit Karel Sabé. Ja. Zusammenfassung, die ziemlich cool ist. Und ein Interview mit John Kelly beim Dylan Bowman. Gibt es auch ein Interview, wo der John Kelly erstens in dem Podcast eine Stunde lang über sein Finish und alles redet, plus die lustige Geschichte des Jahres bringt. Weil auch dieses Jahr, letztes Jahr war es, dass der Karel Sabé falsch abgebogen ist und im Postoffice oder so unterwegs und von der Polizei zurückgebracht worden ist. Dieses Mal ist der John Kelly, wollte sie hinlegen, weil sie müssen unbedingt schlafen, und hat aber nicht gewusst, wie er das macht, dass er wieder aufwacht. Zuerst hat er sich gedacht, er legt sie auf ein Buch drauf, weil dann müssen sie ihn aufwecken, die Nächsten, wenn sie daherkommen, was auch schon geil ist. Und dann hat er sie auf einem Track mit dem Gesicht nach unten in die Reifenspur gelegt, damit er damit's so feucht ist und nass und bei, dass er nicht lang liegen kann. Und dann ist ein alter Schulfreund von ihm oder ein alter Kollege von ihm, den er 15 Jahre nicht gesehen hat, mit seiner Familie dort spazieren gegangen und hat dann gesagt, naja, das ist so ein typischer John Kelly, ein typisches John Kelly-Nickerchen. Die haben sie aber nicht gesehen und erzählt es seiner Frau und ging weiter. Und der John Kelly hat das irgendwie mitgekriegt und hat sich nachher gedacht, habe ich mir das jetzt einbildet, weil ich schon so im Eck bin? Oder habe ich mit mir selber geredet? Oder war der wirklich da? Und im Nachgang hat er dann festgestellt, doch, ein wahnsinniger Zufall, dass ein Typ, der ihn seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat, dort vorbeigekommen ist und ihn sofort erkannt hat an der Art und Weise, wie er in Reifenspuren liegt und schläft. Was sagt das über einen aus? Das ist großartig, und das erzählt er in dem Interview auch. Also die Geschichte ist auch wieder, das sowas findest du halt echt, glaube ich, nur bei dem Rennen. Ja, das stimmt. Ja.
Auch andere Rennen gibt es ja, wie du weißt, die jetzt da nicht ganz vom Untergrund so speziell sind wie der Bucky, aber auch gewisse eingesessene Rennformate ein bisschen neu interpretieren. Da haben wir letztes Jahr auch schon, also ich habe letztes Jahr schon mitgemacht und wir haben es auch schon letztes Jahr beworben und hatten auch schon den Veranstalter bei uns. Und da geht es darum, dass man Rennen auf der Laufbahn, die nämlich super langweilig sind im Normalfall und super von der Allgemeinheit abgeschieden, ein bisschen näher an Menschen bringt. Und da haben wir einen Christoph Sander da gehabt, den Veranstalter, den wir zufälligerweise jetzt wiedergefunden haben und aus dem Schrank hervorzahlen. Das ist, wenn man zufälligerweise so im Mikrofonstudio, Podcaststudio herumspaziert, dann kommt er einfach über den Weg gelaufen und denkt man sich, ach, dann nehmen wir ihn gleich mit. Genau. Und der macht natürlich auch dieses Jahr wieder die, mittlerweile heißt sie, Vienna Track Night. Wie es heißt, oder? Sie heißt Vienna Track Night. Ich hab mich doch vorbereitet und gut gemerkt. Track Night Vienna. Das muss ich sagen. Ich wollte dich anlaufen lassen. Verdammt, zumindest die Worte habe ich mir gemerkt. Die Reihenfolge, das kommt dann das nächste Jahr. Du wirst immer mehr zu mir, Peter. Ja, das ist wahr. Aber anlaufen lassen ist ein sehr schönes Wort, weil es geht nämlich darum, dass man dort 5 Kilometer anläuft und zwar im besten Tempo, das man so hinkriegt. Und es gibt alles vom gemütlichen Jog quasi bis hin, also vom Tempo her bis zu, also wer meint, dass er die 5 Kilometer in 14 Minuten hinkriegt, wird auch da jemanden finden, der noch vor ihm ist. Erzähl, wie es aufgebaut ist, weil es ist ja nicht ein Rennen, sondern es sind ja mehrere Rennen, weil sonst wären es zu viele Menschen. Was macht diese Track Night anders wie ein anderes Bahnrennen? Genau, das Lustige ist, dass wir schon mal den Namen nicht hinbekommen haben, weil ich habe extra den Namen geändert, weil ich dachte, es wird dadurch leicht. Also es hat jetzt 6-mal Midsummer Track Night geheißen. Und der Einfachheit halber für Journalisten, Journalistinnen und Podcast-Hosts habe ich mir gedacht, ich nenne es jetzt einfach nur noch Track Night und weil es in Wien stattfindet, Track Night Vienna. Das Konzept an sich hat sich zu den ersten 6 Auflagen nicht verändert. Das heißt, mein Ziel ist es, einerseits die Bahnleichtathletik attraktiver zu machen für wirklich alle, sprich die ZuseherInnen wie auch die LäuferInnen. Und auf der anderen Seite wirklich auch, du hast es schon angesprochen, jedem Tempo quasi Tribut zu zollen. Und wir werden Pacemaker haben für 5 Kilometer. Das Ganze startet am 17. Juni ab 15 Uhr. Und wir haben Pacemakerinnen für 27:30 ist die langsamste Pace auf 5000 Metern. Bis runter wirklich... 5:30? Es ist ein 5:30er Schnitt am Kilometer. Bis wirklich runter zum aberwitzigen 2,36 bis 2,37 Schnitt, was am Ende hoffentlich eine Zielzeit unter 13 Minuten 10 für die Elite bedeutet. Sprich, wenn ich schon sage Elite, wir haben definitiv wirklich für jeden eben das richtige Rennen. Es gibt für die Hobbyathletinnen und ambitionierten Läuferinnen 5000 Meter zu laufen und für die Elite gibt es dann 800 Meter, 3000 Meter Hindernis, was ich selbst gelaufen bin und wo ich sehr froh bin, dass wir da Elite-Rennen haben werden und eben auch 5000 Meter. Bei den Elite-Rennen jeweils Männer, Frauen und das Allerschöne ist, dass sich alle, die eben zuvor die 5000 Meter selbst gelaufen sind, dann einfach gemütlich auf unserem Festivalgelände, das wir dieses Jahr aufbauen, was zu essen, was zu trinken, holen können, ins Eisbad sich legen können und dann ganz gemütlich den Profis zuschauen können. Das ist alles im LAZ. Also genau, Wien-Meierei, kleinem da, also Wien-Stadion. Wer als Wiener Stadion findet das LAZ da, ist es nämlich schräg gegenüber. Genau, es ist im Endeffekt, ich promote es immer, es ist am LAZ Wien, also im Leichtathletikzentrum Wien, Meiereistraße 18, im grünen Herzen von Wien. Wir haben unsere Ziellinie, circa 200 Meter Luftlinie von der Ziellinie von Eliud Kipchoges Sub-2-Hour-Marathon. Also auch da kann man beim Einlaufen durchaus Historisches sehen und natürlich super einfach zu erreichen für alle mit der U-Bahn, U2 ja. Stadion. Oder einfach vom Praterstein rübergehen.
Zum das Beispiel, ist auch nicht ja. so weit. Oder laufen. Ich meine, schließlich laufen? Geht man auch zum Laufen hin. Ja. Aber wir haben uns gedacht, weil du vorher gesagt hast, du wolltest das Bahnlaufen attraktiv machen. Und damit es noch attraktiver ist, haben wir gedacht, dass wir auch einen von uns zwei hinschicken, um dem Ganzen einfach auch einen, was soll ich sagen, in Person eine gewisse Schönheit zu geben. Richtig, den attraktiveren natürlich. Und leider hat der Peter nicht können. Und deswegen kommt der Flo. Deswegen, dass ich probiere es zumindest. Aber du kannst da so eine Maske aufsetzen mit dem Gesicht von Christoph drauf, weil der ist von uns drei der attraktivste, also so gesehen. Der hat auch keinen Podcast, also mal aus gutem Grund, weil dem hinter ein Mikrofon zu verstecken wäre ein Schand. Bei uns ist wurscht. Richtig. Und ich meine, unter den Blinden ist der eine König, oder? So ist es. Genau, nein, es freut mich sehr, dass zumindest einer von euch es schafft und es wird dann auch definitiv so sein, dass es sich sehr zu den Vorjahren unterscheidet. Also ich glaube, das, was die Veranstaltung immer schon ausgezeichnet hat, mit sehr, sehr vielen ZuseherInnen, die dann auf Band 3 stehen und wirklich Stimmung machen, das werden wir einfach auch durch die Partnerschaft mit On und das Teil jetzt einer weltweiten Serie, die On Track Nights heißt, bieten sich mir als Veranstalter einfach Möglichkeiten, hier wirklich ordentlich auf den Putz zu hauen. Das heißt, wir haben, wie ich gesagt habe, Festival Area. Es gibt Gerüchte, dass es ziemlich viel Pyrotechnik auch gibt, um das Ganze zu untermalen. Für die Läuferinnen selbst gibt es... Um die Läufer anzufeuern, wenn die Raketen nicht nachkommt. Gibt es Wavelight Technology, das kennen einige vielleicht, das ist im Endeffekt dieses Pacemaking-Tool, was innen auf der 400-Meter-Bahn mitläuft entsprechend die Pace zum Pacemaker auch noch visuell darstellt. Das heißt, da kann man auch verschiedene Tempi eingeben und das sind halt einfach Dinge, die gibt es sonst nur bei den allergrößten Meetings. Und das soll nicht heißen, dass wir nicht dorthin wollen. Das heißt, aber du vertraust dem Pacemaker nicht? Doch, aber es ist extrem guter visueller Effekt. Und vor allem, ich meine, ab einem gewissen Tempo ist es leider unrealistisch, dass der Tempomacher wirklich die ganze Strecke mitläuft und dann kann man damit sehr, sehr gut noch die Pace halten. Ja. Diamond League geht, glaube ich, jetzt auch im Bälde los und da kann man sich das mal anschauen. Es ist auf jeden Fall etwas, was man sonst sicherlich, also das Ding hat es in Österreich noch nie gegeben, so auch als ambitionierte Läuferinnen, Läufer nicht erleben kann. Und wenn ich jetzt Blut geleckt habe und man denkt, jetzt bei so einem geilen Scheiß will ich unbedingt dabei sein, wann findet die statt, die Track Night Vienna? Sehr richtig, am 17. Juni, das heißt, wir haben herrliches Sommerwetter, was natürlich zu so einem Lauffestival passt. Anmeldungen sind schon offen, Ticketing ist schon möglich, vielleicht auch für die, die wirklich selbst teilnehmen wollen. Da gibt es natürlich, ich meine, unterm Strich geht es nicht mehr ohne eine Art Goodiebag, wo wir exklusive Dinge an die Läuferinnen auch ausgeben werden. Und für die Zuseherinnen ist es überhaupt, ich meine, die Tickets belaufen sich zwischen 4 und 10 Euro. Auch so, dass wirklich viel geboten wird. Man kann mit der ganzen Family kommen. Es gibt sowohl für die Kids was, es gibt für die Familienväter was mit Bierzelt. Also es steht eigentlich einem wunderschönen leichtathletischen Nachmittag absolut nichts entgegen. Ja, wann startet, also du hast gesagt 17. Juni, wann startet das Ganze und wie lang geht's? Ab 15 Uhr und wir werden vermutlich bis in die Nacht hinein laufen, sprich der letzte Start ist bis 21.45 Uhr angesetzt. Okay. Und dann also die Elite ist das dann ganz am Schluss. Noch, genau. Okay. Definitiv noch illuminiert, sodass wir den Abend schön mit Live-DJ ausklingen lassen. Cool. Das klingt nach Spaß. Ja. Also Flo, meldest du dich beim Elite-Rennen oder beim davor? Nein, schon Elite. Also ich glaube, also okay, ich bin mir noch nicht sicher, ob man die 2:36 nicht ein bisschen zu langsam ist. Ich hätte es eher auf 2:20 angesetzt, aber für die Tracknet Vienna mache ich auch noch mal einen langsamen 5-Kilometer-Lauf. Das ist Kilometerschnitt, nicht Rundenschnitt. Ist mir schon klar. Also, aber sagen wir sich ehrlich, 2:36, das ist für mich ein gemütliches Dauerlauftempo, aber gut, das bin halt ich. Dann nimmst du halt einfach so ein Beachflag hinten drauf noch, damit die anderen sehen, wo vorne ist. Oder ich lasse die anderen halt einmal ein bisschen paar hundert Meter laufen und laufe dann hinterher. Mach dann Late Start. Ich brauche irgendeine Herausforderung, weil so geht das nicht. Sehr schön. Es freut mich auch sehr, dass zumindest der Flo nämlich teilnehmen kann, weil ich kann
nett. Und weil es, und es war letztes Jahr wirklich toll und schön. Eine Frage habe ich allerdings noch, weil letztes Jahr habe ich durch meine Teilnahme, ich glaube, es war da, fast das geschafft, dass jemand anderer disqualifiziert wurde. Es ist ja ein Leichtathletik-Meeting und man darf anfeuern, direkt, wenn man daneben steht. Ich habe aber gelernt, bei Leichtathletik-Meetings darfst du nicht, wenn jemand vorbeiläuft, ihn anfeuern und in seine Richtung laufen oder in die gleiche Richtung. Das ist schwierig. Ist das so oder ist das außerhalb nicht? Das wäre einfach nur so ein... Also prinzipiell bin ich da jetzt assoziativ ein bisschen überfragt. Wir werden es auf jeden Fall so machen, wir bewegen uns natürlich, nachdem wir ein World Athletics Meeting sind, offiziell in allen Regeln, aber werden sie so zu aus Stimmungsgründen so auslegen, dass wir natürlich die bestmögliche Stimmung erzeugen. Was du letztes Jahr genau aufgeführt hast auf dem letzten Kilometer, weiß ich nicht. Auf der Seite so mitgelaufen mit jemandem, habe jemanden angefeuert und habe dann später erfahren, dass man das in am Leichtathletik-Meeting einfach nicht machen darf. Genau, das ist sogar folgerichtig. Also wirklich auf der Bahn, wenn du schon fertig bist. Ja. Aber es wird dieses Jahr, so wie das ganze Gelände aussehen wird, definitiv nicht zu solchen Vorkommnissen kommen können. Okay. Nichtsdestotrotz wird die Stimmung, glaube ich, wirklich so sein, wie es noch niemand in Österreich in der Leichtathletik erlebt hat. Oder zumindest nicht in den letzten 20 Jahren, als die letzten großen Google-Meetings in Linz waren. Ja, das ist einmal eine Ansage. Und damit wir das dann überprüfen können, werden wir auch danach ein Völkchen aufnehmen und dich dann bei deinem Wort nehmen und im Podcast zerreißen, falls dem nicht so ist. Richtig. Aber kein Druck. Gerne. Kein Druck. Ich bin da. Gut, und wir werden dich holen. Wir kommen dich holen. Ich werde dann wieder zufällig vorbeispazieren im Tonstudio. Du weißt ja, wo du uns findest. Richtig. ja, wir haben vorher noch gesprochen, dass du vielleicht für jemanden, der dort auch vorbeikommt, noch ein Goodie hast. Jetzt da hast du wahrscheinlich in den letzten paar Minuten überlegt, wie wir das unters Volk bringen und was es ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde gerne für alle Zuhörerinnen, die gleichzeitig Laufen entdecken, sowie TrackNight Vienna auf Instagram folgen, 2 Tickets inklusive Verpflegung verlosen. Teilnahmebedingungen werden wir definitiv noch posten, wenn das ausgestrahlt wird. Aber ich denke mal, all jene, die wissen, in welchem Jahr das Meeting sozusagen zum ersten Mal stattgefunden hat und dieses Wissen teilen, können teilnehmen. Und ich freue mich auf jeden Fall, den oder die glückliche Gewinnerin dann entsprechend verköstigen zu können vor Ort. Flo, du darfst nicht mitmachen. Ich geh wieder. Tschüss. Aber alle anderen dürfen. Macht das. Dann danke ich dir, dass du bei uns kurz vorbeigeschaut hast. Vielen Dank. Gerne wieder. Ja. Und wir hören uns. Passt. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und zurück im Tonstudio ganz alleine. Wir haben es ja über Instagram schon ein bisschen angekündigt, aber wir haben jetzt eine neue Kategorie aus dem Boden gestampft und wir steigen jetzt ganz, ganz hart ins Review-Business ein. Na, wir haben uns gedacht, wir wollen, das interessiert uns auch, wir sind grundsätzlich sehr neugierig, wir entdecken gern, vor allem auch laufend. Und wir wollen einfach Zeug testen und mit euch teilen. Darüber hinaus, was wir uns gedacht haben, was uns vielleicht ein bisschen einzigartiger macht, wir sind ja beide männlich weiß und durchaus nur mit einem gewissen Blickwinkel behaftet und interessiert aber auch andere Sachen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig dann unsere Patreon-Community mit teilhaben lassen und Teile, die wir nicht testen können, weil sie vielleicht für Frauen sind und wir da jetzt das nicht so optimal testen können, durchaus auch weitergeben und von Hörerinnen testen lassen und dann diese Erfahrungsberichte auch mit aufnehmen. Quasi so ein Community-Tester unter dem Schlagwort. Das kommt auch bald dann, also die ersten Reviews. Wir haben aber schon begonnen mit dem Testen für uns. Was ich noch bevor du losgehst, wenn ihr also teilnehmen wollt und in dem Pool sein wollt, dann einfach bei Patreon dabei sein. Also jeder, der bei Patreon dabei ist, hat theoretisch die Chance, wenn wir einen Teil haben, dass wir
das wir hergeben, dann wird das dort irgendwie ausgesucht, per Zufall, wie auch immer. Das ist der Pool an Leuten, die für uns Tester spielen dürfen. Sie. Wir haben heute zwei Marken, die wir angehen wollen. Fangen wir mit dem Essen an? Ja, natürlich. Fangen wir mit dem Essen an. Was? weil wir bei der Tracknet auch beim guten Essen waren. Tracknet Vienna. Ja, Tracknet Vienna. Mhm. Wir haben bekommen von den lieben Jungs von Sporthunger, die uns ja schon einmal netterweise die Spring Energy Gels zur Verfügung gestellt haben, haben wir dieses Mal, und puh, das aussprachemäßig wird es jetzt Nag. Ja, ich glaube, das heißt Nag. Und ich glaube, alle, die das bestellen, testen oder darüber sprechen, haben alle dasselbe Problem mit diesem Namen. Ich glaube, das wird irgendwie so werden dann in weiterer Folge wie Hoka. Mit Hoka ohne oder Hoka won und am Schluss bleibt Hoka über. Und ich glaube, egal wie Nek ursprünglich ausgesprochen worden ist, es wird, glaube ich, irgendwann einmal nur Nek werden. Nek. Und zwar haben wir da zwei Produktkategorien quasi zur Verfügung gestellt bekommen. Einmal waren das Waffeln in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und zwar waren das Vanille, Schokolade und Maple Sirup. Und einmal Riegel in Karamell, Mokka. Die sind mit Koffein, Schokolade und so Beere. Waldbeere. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Beere das genau war. Und wir können auch ankündigen, es kommt dann noch Drinks. Die sind aber noch nicht so getestet, dass wir irgendwie eine sinnvolle Meinung dazu abgeben können. Ja. Das kommt dann das nächste Mal. Bleibt uns also auch hier gewogen. Aber die Waffeln und Bars haben wir schon uns einverleibt. Genau, und ich wollte das, habe ich vorher vergessen, die sind uns zur Verfügung gestellt worden, wir haben also ärgerlich nichts dafür bezahlt, wir werden aber für unsere Meinung deswegen auch nicht bezahlt, wir haben sie getestet und es hat keiner vorher gehört, was wir hier sagen und wir reden wie immer frei von der Leber. Wir sind in vielen Dingen käuflich, aber bei dem, was wir reden, nicht. Glaube ich nicht. Naja, doch, aber wenn es um Bergmeinungen geht, schon, bei Equipment und so weiter nicht. Und das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir fangen mit Reviews und so an, weil wir halt auch immer wieder mal gefragt worden sind mit, hey, welche Gels verwendet ihr? Hey, wie schmeckt euch das? Hey, was haltet ihr von dem und dem? Und ob wir das jetzt da irgendjemanden unter der Hand quasi sagen, ah, ja, was der Zeug ist ganz gut. Oder ob wir euch alle daran teilhaben lassen, haben uns gedacht, na gut, wenn wir sonst schön am Mikrofon quatschen, können wir es da auch machen. Und wir sind einfach neugierig. Es ist eine gute Möglichkeit, einfach viele andere Dinge auszuprobieren und sich eine Meinung zu bilden. Und jetzt da, rede über Ultra Energy Waffeln von Nick. Was hältst du davon? Ja, es ist viel Geblabbel rundherum. Ich muss ehrlich sagen, ich fand sie lecker. Also ich meine, süß, was ich mir so aufgeschrieben habe. Also schon süß und irgendwie war was anderes. Also sie so anders als so klassische Riegel jetzt, die einen sehr gleichen Geschmack irgendwie so von der Konsistenz, das war irgendwie was anderes, das war so waffeliger. Das fand ich ehrlich gesagt gut. Wie ich es getestet habe, war es relativ kalt noch und dementsprechend war auch meine Waffel relativ kalt. Also kann ich mir schon denken, wenn du bei einem Ultra bist, wo du lang unterwegs bist, wo es relativ lang kalt ist, kann dir das Teil schon auch relativ hart werden. Was dann wieder so eine Art, du lachst jetzt, was wir auch schon immer bei Cliff Bars und so solchen Zeug gesagt haben, dass es dann oft mal schwierig zu essen ist. Ja. Das weiß ich nicht, das konnte ich jetzt auch noch nicht so ausprobieren, weil ich jetzt noch nicht so die extrem langen Läufe in der Kälte gemacht habe. Und ich ja generell jetzt im Rennen selbst nicht der große Riegel-Waffeltyp bin. Ja. Aber ich sage mal, so fürs Training und so für wahrscheinlich jetzt Dings, ist es mal was anderes. Es ist jetzt war es nicht zu süß, es war vom Geschmack her jetzt auch nicht zu, es hat mich nicht überwältigt irgendwie, also nicht zu intensiv jetzt. Es war angenehm zum Essen. Ich habe mich darauf gefreut, das auszupacken und zum Essen. Das was ich sagen kann. Ja, wie war dein Eindruck? Für mich war es auch, für mich war, nachdem ich es gewusst habe, es war eher Treatment als Nutrition. Also es war, ich habe mich gefreut drauf, es zum Essen. Es ist geschmacklich, definitiv eine Eins, richtig gut. Konsistenzmäßig ist es für mich im Rennen schwierig. Also vielleicht bei einem niederintensiven Rennen
könnte es funktionieren. Also wenn ich jetzt noch nicht super hoch in der Herzfrequenz bin, alles was schnell ist, da weiß ich von mir selber, da bin ich einfach ein Mensch, der schon Gels schlucken als das Maximale an Leistung im Mundbereich ansieht. Da ist Kauen und solche Sachen einfach, da habe ich einfach keine Lust drauf. Aber das Zeug ist richtig gut. Also mir hat es gut geschmeckt. Und wenn jemand auf festere Nahrung steht, weil es gibt ja Leute, die einfach sagen, okay, Gels, entweder ich schaffe Gels gar nicht oder ich brauche mal was anderes. Dafür cool. Und was die Waffeln halt auch haben, im Gegensatz zu Riegel, sie sind halt auch sehr, sehr, sehr flach. Das heißt, du kannst sie quasi in jeden Laufgürtel oder so auch reintun. Sie brechen vielleicht, das kann schon sein, aber es ist jetzt dann nicht irgendwie, also volumstechnisch hast du kein Problem. Also kann man guten Herzens weiterempfehlen. Genau, und vielleicht so ein paar Daten dann zu den Waffeln selbst. Also ich habe jetzt nur beispielshalber die, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Geschmack das ist. Also es ist 140 Kalorien, das heißt, es ist nicht so dicht, wie wir das bei den Spring Energy Gels gehabt haben. Wir sprechen von 16 bis 17 Gramm Kohlenhydrate pro Waffel ungefähr, 3 bis 4 Gramm Protein. Was ich aber auch noch als vielleicht so ein bisschen als Vorteil sehe, es ist auch nicht teuer. Also bei Sporthunger, dort wo wir es zur Verfügung gestellt bekommen haben, kosten die 2,10 Euro. Und das ist schon noch ein Argument, wo ich mir denke, ich glaube auch nicht, dass ich nur Waffeln essen würde. Ich glaube auch, dass, so wie du sagst, ein bisschen Gels, ein bisschen Waffeln, um es ein bisschen abwechselnd zu haben. Aber sie haben einen Preis, also ich sage, ich kann die durchaus in meine regelmäßige Routine mit aufnehmen und halt als Teil meiner Ernährungs-, Trainingsernährungs-Dings haben. Ja, du hast da, weil du gesagt hast, du hast so relativ viel nicht Kalorien, sondern Kohlenhydrate. Also mit 4 Waffeln hättest du eigentlich die komplette Stunde durch. Ich meine, nicht, dass du 4 Waffeln pro Stunde isst, aber wenn du jetzt da mit was zum Trinken arbeitest und dann 1 oder 2 Waffeln in der Stunde nimmst oder isst, dann hast du diese maximal 80 Kohlenhydrate pro Stunde Geschichte fast schon erinnern. Fun Fact, wusstest du, für was Nike eigentlich steht? Das ist der Nachname vom Ad und zusammen ist es Naked. Nein, Nutrition for Adventurous Athletes Who Run Kilometers. Fair. Und das einzige Wermutstropfen ist, die Firma wurde von 2 Triathleten gegründet. 2016. Ja, wahrscheinlich haben sie zum Schwimmen aufgehört. Wahrscheinlich. Ja. Nein, genau. Aber ich finde, das ist ja gerade im europäischen Raum, es kommt aus Kanada, gerade im europäischen Raum ja relativ neu, aber ich finde durchaus was man mal ausprobieren kann. Ja. Und wenn wir vor allem bei den Waffeln waren, gibt es dann auch noch die Riegel. Ja. Magst du da diesmal vielleicht zuerst sagen, was du dir zu den Riegeln gedacht hast? Geschmacklich wieder ganz vorn dabei, also wirklich gut die Riegel. Sie sind relativ fest. Also sie haben einen großen Vorteil, sie sind nicht staubig. Also es gibt ja so Sportriegel, die entweder bröselig im Mund sind oder staubig oder unangenehm. Ich sage einmal, ein unangenehmes Mundgefühl haben. Die haben ein angenehmes Mundgefühl. Sie schmecken gut. Sie sind aber auch relativ hart. Das heißt, wenn es eben vom Äußeren, also es ist kalt, es ist was auch immer, du musst kauen mögen. Und wenn es kalt ist, hast du wahrscheinlich ein Problem mit der Konsistenz. Aber sonst, ja, geht. Es ist lustig. Geschmacklich war ich bei dir. Es gab nur eine Geschmacksrichtung, die mich jetzt per se nicht so, ich glaube, das war Karamell. Eine, aber das ist jetzt persönliches Geschmacksvorliebe, das war halt nicht ganz so meins. Mhm. Ich hatte aber eher den Eindruck, dass es so, also weicher war. Also ich hatte gar nicht so, ich meine, ich hatte sie getestet jetzt, da war schon wiederum nicht so kalt draußen und habe sie dann teilweise auch quasi, so wenn ich relativ früh aufgestanden bin, vor dem Laufen dann daheim gegessen und da fand ich sie relativ zäh. Also, wie soll ich sagen, so ein bisschen, nicht gatschig ist ein bisschen das falsche Wort, aber so, dass sie schon ein bisschen pickert waren auf der Folie und okay, dass sie eher weicher waren. Okay, das heißt, die sind offenbar sehr
Also es ist, die Konsistenz ändert sich offenbar nach Umgebung. Weiß ich nicht. Also meine sind ja bei mir im Kasten gelegen, habe ich es rausgenommen. Mhm. Und eine habe ich dann sogar beim Laufen quasi mitgehabt und habe es erst danach gegessen. Und da war es dann schon so, dass, wie wenn so eine Schokolade ein bisschen zu lang draußen ist. Okay. Dass so ein bisschen nicht, wo es nicht mehr hart ist, aber auch noch nicht quasi ganz flüssig ist, ja, sondern du halt, so irgendwie hatte ich das Gefühl. Ja. Was ist, glaube ich, teilweise, wenn es jetzt nicht so wie du sagst, aufgrund von Kälte zu hart wird, es teilweise dann angenehm macht, weil du nicht ganz viel beißen musst. Mhm. Also geschmacklich kann man bei allen Dingen, die sie da haben, sagen, geschmacklich alles eine Eins, wirklich ja, gut. Konsistenztechnisch bei den Waffeln und bei den Bars, probiert es aus und schaut, ob es bei euch, also in eure Nutrition reinpasst. Also wenn jemand sagt, ich stehe quasi auf diese Art von Konsistenz, ist es super. Ich glaube, dass es sehr gut verträglich ist. Also ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, dass es hoch aufgestoßen hätte oder sonst irgendwas. Aber die Konsistenz ist, das ist halt ein bisschen ja, persönliche Vorliebe, würde ich mal sagen. Ja, und das ist grundsätzlich, es ist halt noch immer ein Riegel und jeder Riegel hat so irgendwie das Problem, dass wenn er kalt ist, wird er hart und dann wird er schwer zu essen. Das ist was jetzt nicht speziell auf sie zutrifft, was halt ja, generell so ein Riegelding im Kalten ist, wo es einfach mit einem Gel leichter tust, weil wenn du mal ein Gel eingefriert, dann weißt du eh, dass dann hast du ganz andere Sorgen. Also wenn der Agil eingefriert, dann bist du wahrscheinlich auch nicht mehr wahnsinnig agil. Das ist richtig. Nein, ich würde grundsätzlich sagen, es ist was wir definitiv empfehlen können, was definitiv auszuprobieren ist. Also wie du sagst, einfach mal machen und macht man sicher nichts falsch. Yes, und wenn es euch checkt, wie gesagt, sporthunger.de, immer ein guter Supplier, ein Nutrition Dealer eurer Wahl. Da hauen wir jetzt aber einen raus. Oh yeah. Als zweite Marke, die wir heute uns ein bisschen anschauen wollen, haben wir Sachen von Naked bekommen. Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich der Test, auf den ich mich am meisten gespannt, / gefreut habe und irgendwie, wo ich einfach nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Für alle, die es nicht kennen, Naked, die gibt es ja mittlerweile, also werden ja im deutschsprachigen Raum, da gibt es ja keinen Vertrieb mehr oder keinen offiziellen Vertreiber mehr. Aber die haben diese Laufrucksäcke, die quasi sehr haut, sehr, sehr anliegend sind. Sie waren schon mal im Fat Boys Run Podcast, gab es mal eine Episode dazu. Mhm. Und auch die Freunde von Laufe lieben Erdensbutter, der Daniel, glaube ich, hat die eine Zeit lang getragen. Die sind ganz hauteng. Die schauen so ein bisschen aus, wie wenn man Fußball auf sieht, wie sie ihre Trikots unterreißen, haben sie so diese Bustier. Das Wort, Bustier. Ja, genau. Und das hat mich immer schon länger wahnsinnig interessiert, wie das ist und ob das toll ist, weil es schaut irgendwie komisch aus. Aber ganz kurz, falls ihr jetzt da vorm Rechner sitzt und das direkt parallel sucht nach Naked Sports Innovation. Wenn ihr nämlich nur nach Naked Sports sucht, und in der Suche geht, glaube ich, dass ihr nicht das als allererstes findet, sondern vielleicht abdriftet. Gewagt. Und zusätzlich dazu haben sie neben diesem Rucksack, haben sie grundsätzlich auch Schuhe, also so Trail Racing Schuhe, die Besonderheit haben, dass sie keine Schnürung haben, sondern quasi du schlupfst rein und stehst dann quasi drinnen. Und sie haben einen ganz normalen Gürtel. Die meisten Schuhe, so, dass man ja, aber ich meine halt, ohne dass du sie zuschnüren müsst. Ja. Mhm. Und sie haben nebenbei so einen Hüftgürtel, den es auch von Compressporten, was immer gibt. Der ist quasi, sage ich jetzt einmal, das Normalste und in der Kategorie von Produkten, die wir testen könnte. Yes. Gehen wir quasi von oben runter, fahren wir mit dem Rucksack an und und arbeiten uns den Schuhen durch. Gerne. Und beim Rucksack ist es auch so, da kriegen wir auch noch dann Rückmeldung. Es gibt nämlich zwei verschiedene Rucksäcke. Es gibt eine Männer- und eine Damenvariante bei den Rucksäcken. Mhm. Wir beide haben natürlich nur die Männervariante ausprobiert und haben die Damenvariante eben an eine Patreonin weitergegeben, wo wir dann auch noch eine Review dazu bekommen. Die reichen wir dann nach, wie denn das ist. Was wir jetzt schon wissen, das ist, wenn man die Größentabelle sie anschaut, und sie schreiben das auch auf ihre
Webseite, dass man eher, also ich würde jetzt behaupten, man sollte eher ein bisschen großzügiger sein. Also wenn man jetzt seinen Brustumfang misst und da steht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt der Brustumfang 87, glaube ich, da ist irgendwas in die Richtung. Und meine Größe wäre jetzt Größe 3, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, nimm lieber Größe 4. Außer du stehst wirklich drauf, dass das ganz, ganz eng ist. Weil ich habe das Ding jetzt da relativ intensiv getestet, diesen Rucksack. Also wenn ich jetzt da Rucksack, es ist wirklich, es ist eher wie ein bauchfreies Leiberl, das du da anziehst. Es hat vorne einen Reißverschluss, es hat vorne zwei kleine Taschen, zwei große Taschen. In die zwei großen Taschen steckst du diese Flasks rein von denen. Du kannst auch andere Flasks hineinstecken. Da würde ich aber nur welche nehmen mit kleiner Öffnung. Das hat den großen Nachteil, dass es eine kleine Öffnung ist, wenn du das nachfüllen willst. Hat aber den Vorteil, ich habe es ausprobiert mit Flasks, mit diesen großen Nachfüllstutzen. Die drücken dann echt schon am Oberkörper rein. Das ist, also da sind die Flasks dann unangenehm, weil einfach dieser Einfüllstutzen dich drückt. Das heißt, du sollst welche nehmen, die flach sind. Und eher ihre mitgelieferten Flasks, die sind auch nicht rund oben, sondern die sind so ein bisschen elliptisch, dass sie sich halt besser an deinen Oberkörper anpassen. Und dann hast du hinten noch ein kleines Fach, quasi, wo du deine Jacken oder was auch immer reinstecken kannst. Und seitlich auch noch zwei kleine Taschen, die sind so unter der Achsel quasi. Und das war's. Also es ist hinten sind, glaube ich, zwei Taschen. Aber das stimmt. Und das sind aber so, ich würde mal sagen, Gesamtvolumen bist du da irgendwo zwischen 2 und 5 Liter Rucksack. Ja, also, du hast ja relativ lang diesen Salomon 4 Liter Rucksack verwendet. 8 Liter. 8 Liter? Diesen okay, aber ich. Und, aber den kleineren, ja. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, bei den Flasks ist mir auch aufgefallen, dass die relativ klein sind. Und das war auch das, was wir in einer der Folgen, die noch kommen wird, schon mal besprochen haben, dass es dann schwierig wird bei Ultras, wenn du wirklich mit flüssigen Nahrung arbeitest und Pulver reinleeren willst. Also wenn ich dann einen UTMB überlege und ich habe mir damals extra von Dynafit diese mit den ganz großen gekauft, damit ich wirklich mit jeder Geisteslage mein Pulver da rein tun kann. Und das Ding ist echt, echt klein. Und da würde ich mir, ehrlich gesagt, mit die Flask schwer tun. Also die Flask hätten bei mir keine, nebst, dass der nicht für so lange Dinge gedacht ist, weil du nicht so viel transportieren kannst. Aber das sehe ich, würde ich als Problem sehen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dadurch, dass der für so lange Dinge nicht gemacht ist, müsste es bei den Rennen, wo es den vielleicht einsetzt, gar nicht nachfüllen. Das kann ich dann nachher auch noch bringen. Ich habe ihn nämlich auch schon im Renneinsatz gehabt. Okay, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich habe ihn auch noch mit anderen Flasks ausprobiert, eben aus dem Grund, weil selbst für mich in der Küche reintuend so, das irrsinnig zart ist. Ich hatte aber das Problem mit dem Drücken ehrlich gesagt nicht so. Ich habe das Ding, es stand jetzt vielleicht ein bisschen weiter raus, aber ich habe das ehrlich gesagt nicht unangenehm in Erinnerung. Okay. Und er geht gut zu. Was man auf jeden Fall aufpassen muss, wenn er sehr eng anliegt, ist Brustgurt. Also ich habe ihn dann im Rennen getragen und getestet und muss sagen, okay, nachfüllen an der Labestation aus so einem Kanister mit einem kleinen, einer kleinen Pippen. Wie heißt das? Wasserhahn, danke. Geht gut. Das funktioniert auch relativ schnell, gleich schnell wie mit allem anderen halt auch. Pulver wäre schwieriger gewesen. In einem Rennen, wo du fast keine Pflichtausrüstung brauchst, ist das eh gut, das Ganze. Dementsprechend würde ich sagen, für einen 30er, für einen 50er, für ein schnelles Rennen ist das Ding echt gut geeignet. Nur, ich habe zum Beispiel den Brustgurt genau drunter gehabt, das Ding ist sehr eng und habe jetzt da quasi das aufgerieben. Also ich habe dann im Nachgang von dem Rennen gehört, Damen kennen das Problem mit Sport-BHs und einem Brustgurt, dass das dann aufreibt. Das heißt, da kann man dann vielleicht ausweichen auf Oberarmmessung oder irgendwas in die Richtung, dann hast du das Problem nicht.
Ansonsten, das Ding ist beim Anziehen super eng, aber beim Laufen ist es angenehm, vor allem wenn man es nicht mag, dass das herumwabbelt. Also wenn man so mit Rucksäcken das Problem hat, dass sie herumbabbeln und herumwabbeln, dann ist das Ding richtig cool. Das ist auch so mein, was ich mir, als ich das erste Mal mit dem gelaufen bin, irgendwie so gedacht habe. Also es war irgendwie komisch, jetzt anzuziehen, weil es ungewohnt eng ist und man sich, also ich habe das, du hast mir das Teil ja damals gegeben und das soll ich anziehen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Allerschmälste. Und das soll bei mir aufpassen und angenehm sein. Und auch beim ersten, also ich muss schon immer ordentlich zusammenziehen und das fühlt sich. Aber wenn das Teil einmal sitzt, dann fand ich es extremst, also das war, was man die ersten 5 Minuten sofort aufgelöst. Es war extrem angenehm damit zu laufen. Mit dem Flas generell ist es noch immer angenehm. Ich finde es aber ohne Flas fast ein bisschen angenehmer. Aber es ist einfach, weil der Hals was davor ist und dadurch, dass es halt quasi drückt, spürst halt, dass da was ist. Es ist nicht unangenehm. Aber, und also wenn ich das so, es ist, glaube ich, der Ideale, wenn ich keine Hüftgurt habe. So, ich brauche 2-3 Sachen für meinen langen, mittellangen Lauf, Trainingslauf. Für das ist es echt genial. Weil du, wenn's so, das Wetter ist nicht gut, nehme ich mal Regenjacke mit, ja oder nein. Ich schmeiß mal hinten rein, ich habe vorne vielleicht was zu trinken, ich habe auf der Seite ein bisschen was zum Essen. Ja. So, wo du jetzt mit einem normal großen 15-Liter-Rucksack oder was da immer, 12 Liter, was das Standard ist, wo du denkst, puh, da laufst du mit mehr Rucksack weg, als du eigentlich brauchst. Für das ist es einfach wirklich ideal. Ja. Also da, was, wenn man das so zusammenfasst, 3 Komfort fand ich echt top. Also würde ich 1 von 5 geben. Aussehen haben wir doch so eine 2, weil es schon komisch ausschaut am Anfang. Ungewöhnlich halt einfach. Also ich glaube, es ist was man so halt nicht ganz so sieht. Sowas an so Salomon-ähnliche Westen aussehen beim Läufer hat man sich irgendwie schon gewöhnt. Und da schaut einfach ein bisschen anders aus. Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen Ding, es ist sag jetzt immer nicht der allerbilligste Rucksack. Ja, aber er hat nicht super teuer drinnen. Er ist nicht super teuer, er kostet irgendwie 140 Euro, 150 Dollar, das heißt, je nach Umrechnungskurs und Versand. Also wenn man jemanden vor Ort findet, der es vertreibt. Also das Zeug ist ganz cool, aber ja, es ist nicht das Billigste und man muss das mögen. Also du musst dieses eng Anliegende halt mögen. Wenn du das magst und wenig Pflichtausrüstung hast, ich habe es ausprobiert jetzt beim Wettkampf, es hat mich aufgehaut, es ist nichts rausgeflogen. Es hat mich nicht behindert, es stört dich nicht. Also für schnelle Rennen, intensive Rennen, super Ausrüstung. Also Und als Trainingsrucksack, wenn man so dieses klassische, ich brauch eine Reservejacke mit und vielleicht noch ein bisschen was also für Dings und ich mag nicht meinen großen Rucksack nehmen. Wer auf der Suche ist nach einem kleinen, kompakten Rucksack, der nicht wackelt, der jetzt auch nicht für die riesen Ultras geeignet ist, außer ich habe Leute, die mir Sachen reichen. Also wenn ich jetzt Leute hätte, die mir Flask reichen und ich muss ein Flask austauschen und so, dann könnte, und ich habe wenig Pflichtausrüstung, dann könnte das auch für einen Ultra reichen. Aber wer so einen Rucksack sucht und ja, mal das Risiko eingeht, dass es jetzt ein Rucksack ist, dem oder weil die Möglichkeit hatten, zumindest ausprobieren und definitiv also kann ich. Gut. Gehen wir eine Stufe tiefer zum Hüftgürtel. Ja. Laufgürtel. Nein, das ist einfach Laufen und Hüftgürtel. Tragekomfort gut. Kann man nichts sagen. Ist sehr angenehm. Du hast sehr viel Stauraum drinnen eigentlich. Er hat nämlich 2 oder 3 Riesentaschen. Das war es aber im Großen und Ganzen. Das ist großer Vorteil. Großer Nachteil gleichzeitig, weil so eng das Oberteil ist, so viel Spiel hat dieser Gürtel oben. Das heißt, wenn du dein Handy reintust, kann es da schon passieren, dass das wieder rausfliegt. Gels und so nicht. Also wenn die sind weiter drinnen, aber wenn du jetzt was hast, was höher ist und schwerer, dann kann es schon sein, dass das ein bisschen flappert. Also das ist schwierig. Und bei mir sind Laufgürtel immer, aber das ist wirklich ganz ein persönliches Problem, unter Anführungszeichen, dass die Laufgürtel bei mir immer hochrutschen.
von der Hüfte quasi an die Taille und dann sie nachdrehen anfangen. Aber das ist völlig herstellerunabhängig, dasselbe Problem bei eh alle. Ja. Du hast aber inkludiert vorne Startnummernhalterungsbänder, hinten Stockhalterungen, kennt man von dem Freebelt zum Beispiel oder von Salomon gibt es auch so einen Hüftgürtel. Also super, super angenehm für kurze Läufe. Du kannst da auch Flask rein tun oder so irgendwas. Also für Leute, die auch ohne Rucksack quasi einen kurzen laufen wollen, einen 30er oder irgendwas in die Richtung, dafür tipptopp. Also ja, ich finde, der ist quasi da unspektakulär in dem Sinne, dass er so ist wie die anderen Laufgürtel auch. Also es ist ein weiterer Laufgürtel, der halt von Naked ist, wo man halt auch, da muss man wegen der Größe schauen, der sollte halt auch enger liegend sein. Genau. Aber der war jetzt, also aus meiner Sicht war der jetzt unspektakulär, der war genau das, was ich mir erwartet habe. Wenn ich auf der Suche nach einem Laufgürtel bin, kann ich den nehmen. Ich hatte den vorher von Compressport, der ist nicht anders. Mir rutscht er dann auch, gerade bei längeren Ultras, wenn ich den gehabt habe, mir rutscht er dann auch halt immer rum und deswegen bin ich bei so Laufgürtel immer so ein bisschen zwiegespalten, weil die ganz angenehm sind in der Theorie und für das Stocktragen auch, aber um wirklich Sachen drin zu transportieren, haben wir die dann immer zu viel herumgerutscht und sich zu viel bewegt und dann war es immer eine Herumwurstelerei und so, bin ich mit dem Rucksack grundsätzlich glücklich. Aber der ist aber okay. Also ich würde sagen, zusammenfassend, der ist okay, wenn man einen sucht und vielleicht schon was bei Naked kauft, kann man sich den auch noch dazu kaufen. Ansonsten, dadurch, dass er jetzt auch nicht im deutschsprachigen verfügbar ist, gibt es auch andere Hersteller genauso gut. Du könntest das sogar, wenn du sagst, ich will jetzt nicht 18 Teile haben, du kannst das zum Beispiel für einen längeren Ultra, könntest du das Oberteil mit dem Gürtel kombinieren, dass du die Stöcke am Gürtel festmachst, dass du einen Teil der Pflichtausrüstung unten hast, einen Teil oben, dann kannst du wahrscheinlich auch einen 100er oder so damit gut bewältigen. Also ich glaube, in der Kombination von den beiden Oberteilen kannst du damit quasi eh auch alles erledigen. Ja. Fairerweise muss man dazu sagen, wenn ich die Kombination brauche, dann kann ich mich gleich fragen und nehme ich nicht lieber einen 12 Liter Rucksack von Dings und gebe es dort hin, weil in Kombination vielleicht ist es dann schon nicht, preislich erheblich. Ja. Vielleicht mag ich die Art natürlich der Rucksäcke nicht. Also es ist eine Überlegung und eine gute Alternative. Ja. Das Teil, was mich auch sehr, sehr gespannt hat, waren die Schuhe, weil und ich habe schon mal einen Podcast gehört, beim Run Fiction Podcast, die haben den, glaube ich, auch schon getestet, diese Naked-Schuhe, die haben eben keine Schnürsenkel. Das heißt, du rutschst dort quasi wie so in Socken quasi, nur halt nicht ganz, dass das nicht ganz so weich sind wie Socken. Ich würde gerne unterbrechen. Du rutschst fix nicht in den Schuh rein. Lass mich das noch ausführen. Du musst da eben rein und dann sollte dich dieser Schuh quasi deinen Fuß ebenfalls wieder eng anliegen, sodass du quasi die Schnürsenkel, die es nicht hat, auch gar nicht brauchst. Das ist der Vorteil und ich sage auch, dass die große Schwierigkeit an den Schuhe, weil mein Versuch zum ersten Mal, da rein, ich meine, sie liefern einen Schuhlöffel mit, aus gutem Grund. Das erste Mal dort reinkommen, also ich habe mehr geschwitzt als bei meinem Lauf danach. Das war schon nicht einfach, da wirklich reinzukommen. Ich muss aber auch sagen, und das ist, was ich vorher gemeint habe, mittlerweile schaffe ich es ohne Schuhlöffel relativ schnell reinzukommen. Wirklich? Also ich habe den jetzt ein paar Wochen schon quasi exklusiv gelaufen und je öfter ich damit gelaufen bin, desto begeisterter war ich von dem Schuh. Weil wenn du drinnen bist und wenn er quasi sitzt und wenn du die Größe noch richtig hast, dann sitzt der einfach. Sitzt. Größe. Wichtiger Punkt, weil die Größe von diesem Schuh ist ungefähr 1,5 Nummern. Also wenn du den Schuh wenn du gewohnt bist, einen 45er zum Beispiel zu tragen, wird dir bei dieser Marke, weiß ich nicht, 43,5 passen. Da bitte schaut, wie groß euer Fuß ist und was die Tabelle auf deren Seite sagt. Die Tabelle ist richtig und ihr werdet euch wundern und jetzt denkt, na, das ist nie mehr größer. Doch, das passt dann schon. Also Obacht bei der Größenwahl. Und nicht von den ersten Malen reinkommen entmutigen lassen. Also das braucht Übung. Und dann sitzt das Teil halt einfach bombenfest und ich bin dann ein bisschen, ist nicht meine große Stärke, ich bin dann versucht ein bisschen aggressiver runterzulaufen. Das Teil sitzt einfach, das hat einen Grip. Ich meine, bei mir war es jetzt nur trocken, ich glaube es jetzt nicht. Aber es hat eine Vibram-Sohle unten drauf und es hat innen
Deswegen sitzt es auch so gut. Also du hast quasi diesen Socken, den du da anziehst dann, und du hast innen aber so kleine Pads an der Ferse hinten und ich glaube auch vorne bei der Lasche, die quasi so ein bisschen den Abstand halt der Dämpfung machen zwischen Fuß und Schuh. Und der Schuh knickt nicht unter dir weg, er rutscht nicht weg. Ich habe ihn jetzt da auch im Wettkampf tragen, das heißt ich habe versucht, ihn aggressiv im Downhill zu laufen. Also ich habe versucht, ihn sehr schnell zu laufen. Und ja, es hat mich auch aufgebirnt, aber davor konnte der Schuh nichts, sondern ich bin einfach hängen geblieben. Das war bei jedem Schuh passiert. Hat aber den Vorteil, ich bin nicht mit der Schnürung hängen geblieben. Das ist mir ja schon passiert auf der Feitsch, du erinnerst dich. Ja. Es gibt da eine schöne Folge dazu. Sie nennt sich 18 ist die neue 36. Nein, und das ist auch der große, große Vorteil. Ich glaube, dass es ein Rennschuh ist und ich glaube, dass der vor allem jetzt so bis zum Marathon gedacht ist. Darüber hinaus wird es, glaube ich, schwierig, weil du dann vielleicht auch im Rennen Schuh wechseln musst oder weil du dich irgendwie dafür hat er zu wenig Dämpfung. Also ich muss sagen, er ist sehr direkt und er hat sehr wenig Dämpfung. Und weil du dann vielleicht auch mal Schuh wechseln willst oder ein Stein kommt da rein und du willst ihn schon gut außen anziehen, dafür ist das Handling dann, außer du hast das super drauf, wird schwierig, glaube ich. Ja. Aber fürs Unterdistanzen, wo du quasi einen Schuh willst, wo die Schnürung einfach nachlässt. Also wie oft passiert da das, dass da im Rennen die Schnürung aufgeht oder locker wird und du nachziehen musst, das passiert da mit dem Schuh einfach nicht. Also wenn du 30 bis 40 Kilometer hast, wo du einen Schuh brauchst, über den du dir keine Gedanken machst, nimm den. Ja. Ein großer Nachteil, den es auch noch hat, ist, es hat keine Schnürung und das, in meinem Fall, ich habe eigentlich immer diesen Stride-Pod. Ah, ja. Und damit habe ich keine Möglichkeit, meinen Stride-Pod am Schuh zu befestigen. Wo befestigt man den Stride dann? Nirgends. Ah. Ich musste für diesen Schuh auf einen Stride-Pod verzichten. Und kann damit, man den Stride nicht irgendwo sich an den Knöchel binden? Nein, ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, aber eigentlich dafür gedacht, dass du es an den Fuß tust, damit er dort seine Watt berechnet, weil er ja irgendwie aufgrund des, wie du den Fuß, wie schnell du den bewegst und er hat ja auch so ein Winddings und das ist alles, glaube ich, darauf aufgelegt, dass es am Fuß ist und das geht damit nicht. Ja, und ich habe dann überlegt, ob ich bind's den irgendwie an, pickst den irgendwie drauf, aber im Endeffekt, wenn du mit Wattmesser laufst, ist wenn es Wattmesser gut. Läuft oder wenn dir das wirklich wichtig ist, dann musst du halt die Läufe laufen, wo es wurscht ist. Aber also für mich ist es eine definitive Kaufempfehlung, gerade wenn es um schnelle Rennen auch geht, weil das Ding hat zu meinem Standardschuh, also mein Standardlaufschuh bei Ultras ist das Speedcross gewesen, der hat 340 Gramm oder 350 pro Teil, also der ist sauschwer, der hat fast 100 Gramm weniger, also der ist auch leicht, also so gesehen, das Ding ist schon sehr geil, ist eine Überlegung und ein Test auf jeden Fall wert, Leute. Ja, ein sehr spezieller Schuh für eine sehr spezielle Anwendung, aber für die richtig gut. Ja. Also, und ich muss zugeben, er schaut schon auch geil aus. Ja. Ja, gut. Er schaut auf jeden Fall auch auf den ersten Blick geiler aus als die Weste, als ich die gehabt habe. Bei dem Schuh habe ich mich nicht so gewundert. Und das soll irgendwie was gleich schauen. Als letzten Punkt noch wollen wir kurz über unsere Rennen noch sprechen, die wir dieses Wochenende gemacht haben, beziehungsweise nicht gemacht haben. Meins ist relativ schnell abgehandelt. Ich wollte eigentlich beim Wolkersdorfer Crosslauf mitmachen, habe mich so gerichtet darauf vorbereitet, indem ich die Strecke ein paar Mal abgelaufen bin und mir überlegt habe und mir so quasi geschaut habe, was ist und mir so überlegt habe, wo ich wie attackieren kann oder nicht attackieren kann. Hat sich dann herausgestellt, wenn Freundin und Kind gleichzeitig krank sind, ist Crosslauf doof. Deswegen konnte ich dann spontan nicht starten. Tat mir sehr leid. Ich hoffe, ich schaffe es nächstes Jahr, weil wir vorher von den kleinen Läufen gesprochen haben. Das wäre genauso eine dieser kleinen Läufe, die ich gerne unterstützt hätte mit meiner Teilnahme und meiner freien Spende. Definitiv, wer sich das mal überlegen will, nächstes Jahr vielleicht. Ich hoffe, ich bin dann auch dabei. Du warst ja. Ja, und gar nicht langsam und gar nicht schlecht besetzt, das Ganze, sage ich nur dazu. Also, er braucht sich keiner denken, ach, da laufe ich mal gleich mit und gewinne das Zeug. Meine Freundin hat gemeint, ob ich es nicht gleich gewinne, habe ich gesagt, naja, es wird sich wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Naja. Du hast es zumindest zu einem Rennen geschafft, auch wenn nicht zu der Distanz, die du eigentlich wolltest.
Richtig. Und zwar, ich war beim Lindkogel Trail wieder. Und ich finde den Lauf erstens cool, weil jede Distanz, da ist für jeden was dabei. Also vom 10er bis zum 54er ist für jeden was dabei. Das Rennen ist auch echt cool organisiert, schön aufgezogen. Es ist ein super Formcheck im Frühjahr. Also kann man auf jeden Fall einbauen und mitmachen. Es ist gleich in der Nähe von Wien, das heißt, du hast auch richtig viel Leute. Dieses Jahr waren, glaube ich, waren fast 1000 Teilnehmer auf die ganzen Distanzen verteilt. Sie haben es auch gut aufgeteilt von den Startzeiten. Das heißt, es sind unterschiedliche Startzeiten, aber am Schluss kommen alle relativ geballt ins Ziel. Was halt, gerade wenn es um das After-Race geht, ganz, ganz cool ist. Und das schicke ich gleich voraus, das ist auch einer von zwei Kritikpunkten, die ich gehört habe zu dem Rennen. Einer davon ist bei einem Rennen nicht cool, aber das war nur, glaube ich, eine kurze Zeit. Es hat bei einer Labestation ist ein Wasser ausgegangen. Das ist schwierig. Wenn ein Wasser ausgeht bei der Labestation, das ist echt schwierig. Das zweite ist unverzeihlich. Es ist im Zügelände zwischenzeitliches Bier Schande, ausgegangen. Schande. Ja, also man kann ja viel machen, wir aber verzeihen es viel. Gibt Grenzen. Wir verzeihen sogar, wenn Leute nicht ja. Das Leitergebirge anbeten. Aber kein Bier im Zielgelände. Ich bin raus hier. Ist echt schwierig, ja. Und eine unverständliche Geschichte, das wurde mir zugetragen, warum es nichts Vegetarisches im Ziel gegeben hat, weil es hat Gemüseköstl gegeben und es war nicht vegetarisch, weil man irgendwas eingeschmissen hat, was komisch ist. Es ist einfach komisch. Das zu den kleinen Kritikpunkten. Auf der positiven Seite muss ich halt sagen, cooles Wetter, cooler Formcheck, gut besetztes Rennen. Also auf meiner Strecke, auf die 34, das war leider dann auch das schnellste Rennen von alle, vom Schnitt, hat gewonnen der Julius Ott. Der ist 2022 deutscher Berglaufmeister geworden. Also kein langsamer nicht. Zweiter ist Erntaler, heißt der gute Mann, der ist bei Two Peaks Endurance unter Trainingsvertrag. auch ein ganz schneller. Dann war zum Beispiel auch der Gerhard Schiemer dabei, den man einfach aussitzt, wenn man in der M40 läuft, weil nächstes Jahr ist er dann nicht mehr dort. Der auch echt schnell ist. Also da waren wirklich, wirklich schnelle Leute unterwegs. Auf der 50er-Distanz war zum Beispiel die Diana Zawica dabei, die hatte auch gewonnen. Sehr, sehr stark. Und es ist halt ein bisschen Klassentreffen und Community-Treffen, was ich halt schon sehr, sehr cool finde. Und ja, also viele bekannte, nette Gesichter, die Leute von Vietnam, Team Vegan waren viele Leute da, von unserer Community waren einige Leute da, was ich echt cool gefunden habe, dass wir uns da getroffen haben. Naja, und zwei Dinge muss man erwähnen, beim 34er bin ich gestartet, plus die Bergziege und der Robert zum Beispiel. Der Robert, der das im Leitergebirge trainiert, also der ist wirklich top vorbereitet gewesen. Und die Bergziege, die ja aus der Gegend des Schneebergs kommt. Und an der Zieleinlaufliste sieht man dann wieder, welches Trainingsgebiet das bessere ist. Das Leitergebirge hat nämlich den Schneeberg aber so richtig herbrennt. Also geht's ins Leitergebirge, ich sag's euch, Leute. Wir sagen es immer wieder und die Leute glauben, wir machen ja Schmäh. Also ich muss sagen, ja, da müssen die Leute noch viel üben. Der Robert zeigt euch, wo vorne ist. Jo. Oh. Aber du bist ja dann insgesamt Zehnter geworden, Dritter in deiner Altersklasse und hast ja doch durchaus einen auf den Waldboden geknallt. Ja, es war aber, also mein Durchschnittspuls war, glaube ich, 165 über die 3 Stunden 14, die ich gelaufen bin. Also es war ein hartes Stück Arbeit. Also das war wirklich ja, am du Anschlag. Du bist ja da nicht drum herumpummeln, oder? Ich meine. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich müssen schauen und mein Tempo finden und bin dann nicht ganz vorn mitgelaufen, sondern in der zweiten Verfolgergruppe quasi und habe geschaut, dass ich mich irgendwie da fange. Ich habe auch wieder meine Schwächen gut kennengelernt.
Einfach deshalb, weil ich gesehen habe, wie sehr das mich bergauf die Leute abhängen. Bergab weniger. Das hat schon gut gepasst, auch wenn es mir dabei aufgehört hat, aber es hat Gott sei Dank keiner gesehen und keiner mitgekriegt. Und naja, bergab habe ich nicht viel aussuchen können, hinten raus, weil einfach es ist Forststraßen bergab dann gewesen und auf einer Forststraße ist halt ein Straßenläufer auch sehr, sehr schnell. Und ja, ich glaube, da kommt halt noch zu tragen, dass da echt noch der Grundspeed fehlt, damit, wenn du ganz vorne mitmischen genau. willst, dafür bist du noch zu langsam und dafür trainierst du wahrscheinlich auch noch viel zu kurz. Ja. Also da bist du noch ein Säugling wahrscheinlich, ja. wenn du da die anderen anschaust, die das seit Jahren auf hohem Niveau trainieren und die erstens ein Trainingspensum haben, das wahrscheinlich noch über deinem liegt und halt auch ja in der Länge des Trainings, also das wie viele Jahre sie da schon machen, was ganz was anderes ist. Ist es einfach was anderes. Und dann ist es halt einfach so. Ja, interessant ist es insofern, weil man merkt halt wirklich, wo die Stärken gegen und hinten aussehen. Hast du ja beim Lindkogel bei der 30er und auch bei der 50er Distanz, hast du ja ab dem höchsten Punkt, also Lindkogel, geht es runter. Und dann geht's, ich glaube, 7-8 Kilometer einfach geradeaus mit an kleinen Wellen auf die letzten, lass es 1,5 Kilometer sein. Und das ist für einen Wettkampf, fürs Rennen, ist es eigentlich ganz cool. Es macht aber auch einen brutalen Stress währenddessen, weil du laufst dahin, siehst vielleicht in deinem quasi Rückspiegel, oh, hinter mir kommt wer, weil du siehst so weit nach hinten, was weiß ich, 300-400 Meter hinter mir ist wer. Und nach vorne siehst du natürlich, oh, 300-400 Meter vor mir, wenn du vorne im Rennen bist, da ist noch wer. Das heißt, du hast die Motivation, vielleicht noch jemand einzuholen. Und gleichzeitig hast du den Druck von hinten, du darfst die ja nicht nachlassen. Und so bin ich halt hinten aus, dann, ja, glaube ich, einen 430er Schnitt oder 420er oder so auf der Ebene gelaufen, wo es halt jetzt da kein Wohlfühltempo mehr war zu dem Zeitpunkt. Und bin halt zum Teil schon ja, auf der vorletzten Rhön unterwegs gewesen. Aber fairerweise muss man sagen, es müsste eigentlich dein Wohlfühltempo, also wenn du wirklich kompetitiv sein natürlich. Willst, müsstest eigentlich für 20 dein Wohlfühltempo sein. Du eigentlich müsstest sogar unter 4 laufen, damit du dort wirklich konkurrenzfähig bist. Und genau das ist ja das Problem, wo man sagt, okay, wenn du bei so einem Wettkampf auf der Distanz mit der Schwierigkeit vom Untergrund, wenn man so will, laufst, dann musst du eigentlich einen Viererschnitt glatt in der Ebene an der Schwelle laufen können. Bei mir war es insofern lustig, weil ich habe vorne gesehen und habe gesagt, boah, da geht nicht mehr viel. Und dann sehe ich auf dieser Ebene, relativ weit vorne, an anderen Läufer, denke mir, ob sie das noch ausgeht, das ist schon weit. Und dann habe ich es auf Distanz gesehen und gesagt, oh, sieh an, der geht ab und zu zwei, drei Schritte. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, dir geht's nicht gut, aber dem geht's schlechter. Und bin dann, habe wirklich versucht, noch alles rauszuholen auf dieser Gerade, halt, auf dieser Ebene. Und dann ist der Trainermeister dort auch noch gestanden und die Nadine haben gedacht so, Und die sagen, das ist der Torben da vorne, dem geht's nicht mehr so gut. Und dann habe ich gedacht, passt, den holen wir noch. Und ich habe ihm, glaube ich, 2,5 Kilometer oder 3 Kilometer vom Ziel eingeholt. Und da hat er, glaube ich, einmal alles noch zusammengepackt, was er in sich gehabt hat. Weil der ist nämlich wirklich wieder vorne weggelaufen, wie ein Berserker, wie alle anderen auch. Und dann ist er wieder vor mir gewesen und dann haben wir gedacht, na gut, dann hänge ich mich hinten rein und dann schauen wir mal, wie weit er oder ob er es bis ins Ziel so durchhält. Und die Antwort ist nein. Es hat ihm, ich glaube, 1 Kilometer vor dem Ziel oder 1,5 Kilometer hat es ihm zerrissen. Und er hat müssen quasi zur Seite steigen und ein bisschen vom Gas runter. Und ja, so bin ich dann glücklicherweise noch Zehnter geworden. Aber es war halt echt schon am Limit. Ich glaube auch, dass man noch was rausholen kann. Also 10 Minuten oder so ist schon im Bereich des Möglichen nach vorn. Also die erste Zeit, also der Sieger mit einem Schnitt von 4,36 am Kilometer, das ist brutal. Also das ist wirklich brutal. Und ich glaube, da kommt noch das ein bisschen dazu, was der Vermeulen gesagt hat, für das bist du jetzt noch ein bisschen too late to the game. Also du hättest,
Und ich gebe dir noch 5 Jahre oder sowas und dann glaube ich, schaut schon anders aus. Da glaube ich, musst du echt ein bisschen, wenn es wirklich ganz vor mitspielen ist, ich glaube, da musst du echt ein bisschen Geduld haben und musst das Jahre durchziehen, damit du dann die Früchte tragen hast. Und man muss eh sagen, für das, wie kurz du quasi ernsthaft trainierst, glaube ich, bist eh schon wahnsinnig schnell und geht eh wahnsinnig schnell viel weiter. Ja. Es hat nicht ganz dort, wo sein willst. Außerdem und ist mein Zieldistanz ja nicht 30 Kilometer. Ja. Natürlich, natürlich. Aber selbst damit du auf den 100er wahrscheinlich konkurrenzfähig bist und ganz vorne mitspielen bist, wird eine 4er-Pace eine sein, die du einfach so auch mal auspacken kannst. Ja. Weil auch dort wird in der Flachen dann ein niedriger 4er gelaufen, einfach damit du ganz vorne dabei bist. Und der Lindkogel wahrscheinlich hinten raus war jetzt auch nicht das Rennen, für das du gemacht bist derzeit, weil wenn es bergab geht, hätte es technischer bergab gehen müssen, dann glaube ich, hätte es deine Stärken ausspielen müssen. Also den Lindkogel, also dasselbe Rennen, verkehrt rumgelaufen, würde ich wahrscheinlich weiter vorne im Rennen sein, weil dann sind nämlich die Downhills technischer und die Uphills für mich laufbar. In dem Fall war der Uphill für mich Wandertag, weil ich es einfach vom Herz-Kreislauf-System nicht hinkriege. Ja. Und bergab gewinnt jeder gute Straßenläufer gegen mich auch. Also das ist so, das ist von der Schreckenführung für mich semi gut. Aber es ist solche Rennen sind dann immer wieder gut, um seine Grenzen auch aufgezeigt zu bekommen und einem Motivation zu geben, dass man weiß, an was man arbeitet. Das war in meinen stärksten Phasen nichts anderes. Und dann auch über den Winter mit wirklich Marathon-Training quasi schneller geworden. Ja. Ich war nie so schnell wie du, aber das hat einfach funktioniert, aber das hat halt auch Jahre gebraucht, bis ich an einem Punkt war, wo ich dann wirklich auch für meine Verhältnisse halt wirklich was über meine Verhältnisse noch performt habe. Und ich muss sagen, es ist wirklich, als Season Opener ist der Lindkogel halt richtig, richtig cool, weil du bist schnell dort, du hast es ist nie so, dass du jetzt dass sie die Strecken sperren müssen, weil alpines Gelände oder so, weil es einfach, es ist wirklich so als Eröffnungsrennen ganz cool und es ist auch relativ stark besetzt immer. Und da kann ich sagen, tut euch das an, schaut euch das an, wenn ihr einen Einstieg ins Traillaufen haben wollt, macht den 10er, der ist eigentlich geil, weil das ist 10 Kilometer mit 400 oder 300 Höhenmeter, und selbst wenn man ihn ganz langsam läuft, das ist, warum auch nicht, das ist, und im Herbst schaut euch in Wiener Trailrun an, der ist noch näher und da gibt es auch eine kurze und eine längere Distanz, das sind wirklich, muss sagen, da ist die Einstiegshürde zum Traillaufen super niedrig, weil gerade auf den kürzeren Distanzen, du brauchst da nichts mit, und zwar nichts. Du kannst einfach laufen, fertig, du brauchst nicht irgendwie Stöcke, Rucksack, Sahara-Cap, keine Ahnung, brauchst du alles nicht. Du kannst ihn sogar mit deinen Naked-Schuhen und deiner Naked-Running-Vest laufen, in denen du Neck-Sachen drinnen hast. Ich bin's gelaufen mit Naked-Weste und Naked-Schuhen. Ich muss zugeben, in meinen Trail des Sous gelaufen. Ich bin sonst nicht naked gelaufen. Das hätte wahrscheinlich zu einem Aufruhr geführt, auch im Wienerwald. Nicht nur in der Track Night Vienna hättest du für eine Disqualifikation gesorgt, sondern auch beim Lindkogel. Oh ja. Ja, wir haben dann doch wieder eine recht lange Folge zusammenbekommen. Eine recht abwechslungsreiche Folge, wie ich finde. Es war sehr unterhaltsam. Ich bin ja nach wie vor dafür, wir müssen das wirklich öfters tun. Wir zwei harmonieren einfach. Oh bitte. Ja, oh ja. Wir sind Harmonizer quasi. Die Harmonizer. Oh ja. Ansonsten, wie gesagt, feines Rennen, fein abgerundet, feine Leute, feines Gespräch mit dir. Auf ein nächstes Mal. Fein, fein. Alles fein. Fein, fein. Und jetzt Servus.